Willkommen zurück zu wieder einem etwas längeren WoW-Part. Ja, wir haben jetzt die Zeit. Ich bin ja jetzt momentan dann nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt, dann bin ich wahrscheinlich in der Fahrschule. Erlangt einen zerbrochenen Kelch. Seid auf der Hut. Ich bin ganz Ohr. 15 Krüge. Klaro. Erstmal machen wir hier das mit den Schatten. Wir gehen zuerst in die Mine. In die Mine hinein. Oder müssen wir in die Mine gehen? Ich glaube gar nicht, ne? Wir müssen einfach nur da hinten irgendwelche töten. Soweit ich weiß. Hier sind ja die Guten der Forscherliga. Hier sind ja unsere Leute. Und da hinten sollten die Gegnerischen sein. Und die muss ich wahrscheinlich umbringen. Sterb, Motherfucker! Bam! Nichts gedroppt von den vier Dingen, die droppen können. Ja, toll. Nix werfen. Blöde Tusti. Direkt zwei Dinge hier. Wow. Und Hinterhalt! Ausweiden! Down! Hinterhalt! Ausweiden! Down! Mehr sind hier nicht. Okay. Doch, das geht noch in die Richtung. Wir müssen doch irgendwo irgendwelche Gräber hier sein, da. Aber irgendwie nicht. Wie kacke ist das denn? Ah, hier am Rande. Hinterhalt! Ausweiden! Down! Nur noch ein Ding brauche ich von denen, und zwar den das Trockwerkzeug. Gib mir das Trockwerkzeug! Gib mir, was ich brauche! Dann nicht. Vielleicht der Nächste! Hey, du! 1500 Crit. Und trotzdem droppt er es nicht. Oh. Ja, ja. Down. Mann, ich brauche nur das Trockwerkzeug. Komm schon. Ah ne, auch nur eine Arbeiterin. Eine tote Arbeiterin, die mir das Trockwerkzeug gegeben hat. Und wir können jetzt erstmal wieder weg. Mache ich mal noch Briefkasten an hier. Oder habe ich das? Nein. Falls ich mal einen finde. Gehen wir jetzt hier die das Schattenbräu holen. Ja, ja. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber zu Todesschwinge gibt es hier im Ödland eigentlich sehr interessante Quests. Wer weiß, vielleicht werden wir ja Todesschwinge hier auch begegnen. Hm. Naja, egal. La 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 la. Hier müsste irgendwo Schattenbräu sein. Das heißt, hier müssen irgendwo Gegner sein. Das heißt, hier müssen irgendwo Zwerge sein, weil Zwerge haben Schattenbräu. Das heißt, die müssen direkt hier sein. Oh. Ja, die gehen ultra schnell down. Zwei Schattenbräu, okay, klappt. Sind eine sehr nette Zwerge. Du bist so ein netter Zwerg, ja, du bist so ein netter Zwerg. Sterb! Ja, lieber. Hey, du lebst ja noch. Ah, oh, ja, er hat nichts gedroppt. Die sind ja alle hier stärker. Egal. Stirb bitte. Die! Ja, wir droppen die Magier mehr an Gebräu und haben auch weniger Leben. Also wäre es klug, einfach die Magier umzubratzen, oder? Oh, die droppen auch manchmal nichts. Scheiße. Naja, naja.
Töten wir mal den da oben. Dreimal gekrittet, Alter. Sind so schnell down. Schön. Und stirbt. Nimm ich die Punkte einfach mit. Die sind alle bei so Tigern, Alter. Ich bin außer Reichweite. Ja, ist klar. Haha. Stirb! Geht doch. Der hat überhaupt nicht getroffen, den dummen Zwerg. Der ist so klein! Und der ist down! Und der ist am Leben. Ich brauche noch... Boah, wie viel Krüger ich noch brauche. Noch drei. Die droppen mir auch gerade überhaupt keine mehr, die Arschgeigen. Da oben sind auch noch Zwerge. Ich hoffe, die droppen mir jeweils einen schon. Das wäre cool. So. Kein Krug. Oh Mann, was ist denn jetzt los hier? Droppt doch mal wieder die blöden Krüge hier, ey. Droppt sie! Ja, noch ein. Und du wirst den einen haben. Ja, geht doch. Kann ich mal wieder zwei Quests abgeben, gain hier vorne bei den komischen Heinos hier. Schön euch zu sehen. Ja, fand ich auch. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt und in der Archäologie auch. So heißt die Quest. Vier Beweglichkeit wieder schlechter als meine. Ein Gott, ein Gott, ein Gott. Nehmen wir das und... Und du, was hast du hier Schönes? Ah, cool. Ah, wunderbar. Bla bla bla. Habt ihr da bitte, 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 bitte. Bauer der Schildwache. Ich habe irgendwas bekommen. Eine kleine rosefarbene Statue. Eine jadefarbene Statue. Ja, sollte hier drinnen sein. Gehen wir runter in die freigelegte Mine. Die Schildwache. Sie haben Wächter freigelegt. Riesige Wächter. In dieser dunklen Mine. Besser gesagt, in dem Tempel, in dieser Ausgrabungsstätte. Der Bauer des Wächters. Beendet das Spiel des Wächters. So. Jetzt muss ich die alle so machen. Ey. Das Spiel des Wächters beenden. Und zwar, beendet das Spiel des Wächters, indem ihr die Bauern des Wächters in eine nach innen gerichtete Position teleportiert. Wie ihr seht, das geht einfach so. Oh, Kacke. Gefailt. Jetzt aber... Und du. Das hätten wir. Jetzt noch... Da müsste noch irgendwo so, noch so ein Spiel sein. Das waren jetzt die grünen Statuen, jetzt kommen die roten. What the fuck, ich bin ja schon fast Level 47. Wie schnell ging das jetzt schon wieder? Alter! Ich mache ein paar Quests, bin fast Level 47. Ja, schön. Wo muss ich denn hin? Ach, da ganz hinten. Ich stelle jetzt nach außen, ne? Boah, das ist voll die kleine Plattform. Marmorplatte. Level 47.
Als ihr Statue an einen Platz setzt, erschien das Schild, wäre steht. Okay. Okay. Worauf müsst ihr das denn zeigen? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Als ihr Statue beendet, das Spiel, indem ihr die beiden roten Statuen miteinander verbindet. Oh, das ist ja leicht. So mache ich das mal eben. Die andere rote ist ja da. Die müsste dann dahin zeigen. Hey. Tut die ja gar nicht. Wie blöd bist du denn? Ja, okay, dann mache ich das halt so. Dahin. Hä? Ach, verdammt. So. Und du machst in die Richtung. Dann machst du. Ja, dann musst du in die Richtung da hinten. Und du machst in die Richtung. Genau, und du machst dann in die Richtung. Und du dahin. Und du drehst dich jetzt um und machst direkt auf den Heino dort. Untersuch den Wächter und die Schildwache. Okay. Ist ja auch überhaupt nicht ausfällig, dass jetzt Totenköpfe mitten im Raum sind, ne? Hey, du da! Aha! Was tun für Bewegungen hier? Haha! Echt mit mir, nicht mit Commander. Wo dreht denn der sich hin? Aua! Naja, du machst ja gar kein Damage, du bist eine Pussy. Ich baue in Ruhe meine Punkte auf. Und mach jetzt gleich sofort, obwohl, ne, Ausweichen lohnt sich nicht mehr bei dir. Ich nehme die Punkte mit, Mann, du Pussy. Mach ich deinen Kumpel auch noch tot hier. Haha, Bitch. Nicht nur, ich hätte aber die Punkte jetzt voll dumm verbraucht. Das war so fail von mir. Naja, egal. Ja, jetzt komm, stirb. Oh, ich hätte mal Gifte drauf machen sollen hier. Oh, hier ist jetzt eine Truhe aufgetaucht. Uralte Beschützer. Untersucht den Schatz der Behüter. Bringt das Auge des Behüters zu Dr. Blablabla. Okay. Habe ja noch einen Talentpunkt, den kann ich jetzt irgendwo hinschmeißen noch. Brauche ich denn 20? Wie viel habe ich denn hier? 19, verdammt. Mache ich einfach hier rauf, mein Gott. Kann ich mit dem nächsten Skillpunkt mit 49 weiter skillen? Auf Vorbereitung. Bei Aktivierung schließt diese Fähigkeit, die abgezählt eurer Fähigkeit, Sprinten, Verschwinden und Schattenschritt sofort ab. Ja, das ist cool. Und dann kann ich auch bald das hier lernen. Von der Schippe springen. Wenn ich da drei Punkte drauf habe und bevor ich tot bin, bin ich nicht tot. Klingt komisch, ist aber... Verdammt, ich muss da hinten die Quest abgeben. Ah! Da hinten ganz da hinten bei dem hässlichen Gnomen. Naja, was gibt die Quest denn als Belohnung? Teile, die ich nicht mehr brauche. Geil! Oh, eine Stammwaffe, die ich für 2 Gold verkaufen kann. Finde ich nicht schlecht. Hab ja nur 661 Gold. Ne? Hey! Da hast es. Hinfort, hinfort! Hey, seht, es fliegt! Hey!
Hey, wie geht's? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nach da ganz hinten. Nö, noch nicht. Ich mach da oben erstmal die Quest. Was ist denn das? In den Drachenschlund. Bringt die Leute des Schwarzen Drachen Ei Zuria in den Drachenschlund in Ödland zurück. Dr. Blum statt das Ei. Ja, bitte, habt ihr das gesehen? Naja, das hat noch eine Bedeutung, warum wir ein Drachenei von den. Hier, das schwarze Dings. Das ist so heftig, alles zerstört. Von Todesschwingen. Das hat noch Gründe, warum wir das jetzt machen mit dem Eiern. Ja. Gehen wir mal hier hoch. Machen Vanish. Und schleichen uns direkt durch. Was muss ich hier denn holen? Gravierte Tafeln von... Bitte, bitte. Okay. Ich glaube, die sind hier unten irgendwo. Ah. Ah, Mob. Okay, dann töte ich dich zuerst. Dann den Rahmenmob. Hey, los hier. Oh, mehr Punkte. Darf nicht sterben. Bam. Oh, verdammt. Los, 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 los! Aha! Und verschwinden. Ah, ich lebe noch. Ja, welche Schultern bekommen? Plattenschultern brauchen wir eh nicht, aber egal. Jetzt bist du Pussy dran, Alter. Aber mit so wenig Leben ist das nicht Selbstmord? Ich brauch mal. Ah, hab hier einen Trank. Jetzt aber. Hit halt! Ausweiden! Down! Obwohl noch nicht schade und hat zu viel Leben. Geh down! So. Die Tafeln von Golganes. Geh mir die Quest abgeben. Wie gut, dass wir Schurke sind. Schurke sind. Haben wir gleich die richtige Klasse am Anfang ausgesucht, oder? Ach komm. Da hinten ist irgendwo da hinten, ja. War das ein cooler Trick? Schattenschritt, Solarplexus, sprinten, weggehen. Habe ich mir selbst beigebracht. Ja, los hier. Ah, Sonnengras. Ah, ne, da ist ein Tiger. Gebe ich die Quest einfach mal ab. Wir haben schon ziemlich viel in diesem Part geschafft. Finde ich. Wie geht's? Ja, gut. Kopfstoff brauche ich nicht. Lederbrust, genauso gut wie meine. Nämlich das, das bringt am meisten Kohle, wenn ich es verkaufe. Und auf geht's jetzt zu der Tante da hinten. Wir haben das jetzt auch schon ein bisschen erkundet gehabt, weil wir hier vorbeigelaufen sind. An dem großen Schlund. An der Verwüstungsspalte Drachenschlund. Wo ein Elite-Mob namens Multanus ist. Ach du Scheiße, Alter. Drachenzahn? Was ist denn das für eine Blume? Habe ich ja noch nie gesehen. Drachenzahn, das ist mir wirklich neu. Hier gibt es wohl erst mit Cutter und ich sehe die jetzt zum ersten Mal, ohne Scheiß jetzt. Nehme ich einfach mal mit. Kann nicht schaden. Da oben ist auch nur noch Drachenzahn, aber da komme ich jetzt nicht an. Gut, dann reite ich einfach mal weiter.
auf der Hoffnung, dass wir gleich da hinten ankommen. Aber ich glaube, das war eine dumme Idee, direkt durch den Krater hier zu... Obwohl, nee, hier ist Drachenzahn. Geh weg! Das ist zu weit entfernt. Ach komm, geh mal weg. Ich muss das hier eben abpflücken. Oh oh, die kommen hier alle gefährlich nah. Ich hoffe ab. Lass mich doch in Ruhe! Ich bin doch hier nur am Pflücken, ey. Drachenzahn, Drachenzahn. Habe ich schon 13 Stück von. So, gleich sind wir da. Hahaha. Der Elementar kommt mir zu nah, der große Dicke. Oh. Und dann machen wir jetzt mal die Quest da oben. Die sind so geil, ja Leute. Die sind so geil. Die machen wir unbedingt. Fangen wir mal mit der ersten hier an. Ich bin ganz ohr. Der Tag, an dem Todesschwinge kam. Todesschwinge hat eine ganz schöne Chaos angerichtet, als er hier durchgekommen ist. Ohne mich wäre er wahrscheinlich noch immer hier und würde alle Einwohner des Ödlands umbringen. Was? Das glaubt ihr nicht? Gut, lasst mich euch die ganze Geschichte erzählen. Hört euch Taldions Geschichte an. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich erinnere mich noch genau, es war ein schöner heller Tag. Ich ging meinen gewöhnlichen Arbeit nach, ob plötzlich Todesschwinge auftauchte. Ich sagte mir, dem Drachen werde ich den Schlag ins Gesicht versetzen. Unglücklicherweise hatte der Katalysmus ein paar wütende Elementare freigeschaltet. Ich verdammte Steinelementare, rief ich. Euch versetze ich ebenfalls eins. Und ja, die erzählen jetzt ihre Geschichte, die ich dann spiele. Er ist natürlich jetzt so ein Mega-Zwerg, der natürlich alles verprügelt, ne, ist ja klar, in seiner kleinen Traumwelt. Toll, Dorin, der Verirrte. Und natürlich hier sind auch Steingebrocken, die machen wir auch mal eben weg mit unserem Bam-Schlag hier. Aus dem Weg. Alles kaputt machen hier. Ich bin der Mega-Zwerg, der alles one-hitted, ey. Kostet meine Faust. Da 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 da. Geh mal weg, ey, du Noob. Wo rennt denn der hin? Du sollst gerade auslaufen. Habt nur her, ihr Pussys. Ich bin euretwegen hier, Todesschwinge. Kostet meine Faust. Geht weg, ich will durch. Da ist Todesschwinge. Aspekt des Todes, Todesschwinge. 858,9 Millionen Leben. Fress meine Faust, du Pussy! Ah, Schlag Todesschwinge. Er hat Todesschwinge ins Gesicht geschlagen, er fällt um. Eine ganz schöne Geschichte, nicht wahr? Jetzt wisst ihr, warum Todesschwinge seitdem nicht mehr hierher zurückgekehrt ist. Nein, nein, Tildrön, ihr erzählt die Geschichte falsch. Der Tag, an den Todesschwinge kam, die wahre Geschichte. Tildrön, jetzt erzählt er hier seine, die wahre Geschichte, ja, die wahre, wahre. Erstens war es nicht sonnig, es war bewölkt und Todesschwinge auftauchte. Der feige Drache musste mich gesehen haben, denn er wandelte sich ab und flog hinauf die Wolken. Ich finde doch diese Wolken, rief ich und schleudere dich nach Kalimdor. Glücklicherweise tüftelte ich gerade an einem Weltschrumpfgerät herum. Ich entscheide, die Welt so lange zu schrumpfen, bis die Wolken... Weltschrumpfgerät, das heißt auf gut Deutsch, er macht sich einfach nur groß. Sobald die Welt klein genug war, machte ich mich auf die Wolken, auf die Todesschwinge. Lalala, ich bin ein lustiger Gnome.
Ey, ich stecke fest. Ich machte mich in den Wolken auf den Jagd nach Todesschwingen. Oh, da ist eine Wolke. Wolke gestöbert. Natürlich, das ist eine sehr wahre Geschichte. Die glaube ich ihm aufs Wort, dass er so Todesschwingen gejagt hat. Ja, auch? Hoffe ich. Ja, also wer jagt nicht so Todesschwingen? Ja, also. Ich kann mich sogar noch größer machen. Da ist noch eine Wolke. Steppwolke. Wolken durchsucht. Noch eine Wolke muss ich finden und durchsuchen. Na, 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 na. Ah, da ist noch eine. Ich habe die Wolke durchsucht, aber ich konnte Todesschwingen nirgends finden. In dem Augenblick wurde mir klar, er versteckte sich in der Sonne. Ich sah nach oben. Du willst mich doch jetzt... Die Sonne! Ey, Sonne! Finde Todesschwinge. Er hat ihn in der Hand. Wie so ein Spielzeug. Ah, schlottet der Ende. Ja, das ist sehr warm, meine Kleine. Findet... Ende. Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wow, Luzi, ich müsste mit dem Trinken aufhören. Jetzt. Der Tag, an dem die Todesschwinge kam, was wirklich geschah. Nochmal, erneut. Hört die Version der Geschichte an. Jetzt kommt die. An dem Tag, an dem Todesschwinge kam, regnete es Blut vom Himmel. Ich glaube, ich habe gerade mein Motorrad ein paar scharfen Bräuten gezeigt. Blutelf. Ich glaube, nachdem Todesschwingen auftauchte, bekam ich, ja, ich soll eine mitnehmen, natürlich die weibliche Frau, Menschenverehrerin. Schönen guten Tag. Steckt ein Herzchen. Ah, oh, scheiße, da war noch eine Nachtelfe. Nein, ich liebe euch, Matrix. Blutelfenverehrerin. Männliche Blutelf. Wir sind hinunter in den Canyon gefahren und dabei ständig, ich habe jetzt die weibliche Menschen dabei. Bam 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 bam. Also die Geschichte ist die wahrste Geschichte, ja. Aber das Coole ist, wenn dann gleich alle durcheinander reden bei ihren Geschichten, das sieht man dann auch. Weiter zum Ende der Schlucht. Als ich den Canyon erreichte, hatte erinnert mich daran, dass mein Motorrad fliegen kann. Es wäre hilfreich gewesen, daran früher zu denken, natürlich. Habe ich ganz vergessen. Ich flog zur Spitze der Säule, die nördlich des Canyon lag. Während des Fluges verbrachte ich ein paar romantische Augenblicke mit der attraktiven Menschenfrau. La 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 la. Auf der Säule sei Todesschwinge. Der Augenblick des Finales des Kampfes war gekommen. Dem Drachen werde ich es zeigen. Hey, hör auf, Taudium. Das ist meine Geschichte. Kommt jetzt einfach der. Lass den Quatsch, Jungs. Hört mit dem Ständigen zu unterbrechen. Ja, komm, alle haben durcheinander gelabert. Ich kann nicht mehr. Beweglichkeit, aber die sind schlechter als meine. Okay, was nehme ich denn zum Verkaufen? Ja, die Faustwaffe nehme ich zum Verkaufen. Sieht aber irgendwie uncool aus. Für die Horde. So, tut mir leid wegen den Unterbrechungen, Matrix, aber ich müsste zugeben, bei mir klingt die Geschichte 50 mal besser. Das waren die drei Geschichten zur Todesschwinge, als sie kamen. So, ihr könnt ja schreiben, welche ihr am glaubhaftesten fandet, ja. Wir gehen jetzt erstmal zu der lustigen, zum lustigen Ali-Lager hier vorne. Und dort ist wieder unsere in den Drachenschlund. Ich werde euch das Ei jetzt abnehmen. Sprecht mit Erik Dämpflinken beim Drachenschlund im Ödland. Natürlich, jetzt haben jeder hier erstmal Quest für mich. Das ist schon fast Level 48 bald. Schön euch zu sehen. Ja, ja. Man sieht sie. Machen wir einfach alle Quests an. Redet mit mir.
Benutzt Olafs mächtigen Ruf. Bleibt sauber. Was kann ich für euch tun? So. Seid vorsichtig. So, jetzt habe ich erstmal alle angenommen hier. Singende Schlucht. Ja, nee, das wollen wir noch nicht machen. Das ist benutzt Eriks Sturmangriff Taschentrank. Ach so, ich soll von jedem mal die Attacken benutzen. Ich habe keine Ziele. Von ihnen habe ich schon mal fertig. Seid auf der Hut. Greif mal hier an. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, alles dabei. Mögen eure Reisen ein Tank, Damage-Dealer und so weiter und ein Heiler. Die drei Zwerge kennt man übrigens auch aus Uldaman aus der Instanz. Vielleicht sagt das ja einigen was. So, und mit dem muss ich jetzt dann hier einfach die Quests alle machen, dort hier in der Umgebung, und gut ist. Oh, wurde nicht gekauft. Wer hätte das gedacht? Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn das dann hier bei dem Lager weitergeht, mit den drei Zwergen im Schlepptau. Bis denn. Was habe ich denn für einen Helm auf? Wie geil ist das denn? Ich habe einen Helm bekommen dafür. Also, der sieht nur so aus. Ich habe immer noch meinen auf. Schön.